Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und heute bin ich auf einer ganz besonderen Tour unterwegs, denn ich habe mal wieder einen Packraft dabei und werde eine kleine Packraft-Tour machen. Wenn du mich begleiten willst, dann bleib dran. Ja, ich bin heute Morgen extra früh aufgestanden, denn ich bin gerade unterwegs zum sogenannten Achthof. Das ist Deutschlands größte Quelle. Von dort aus entspringt dann die Radolfzeller Ach, ein Fluss, der 32 Kilometer lang ist und an den Bodensee mündet. Ziel 1 habe ich schon erreicht, der alte Turm. Schaue ich mir mal genauer an. Ja, viel zu sehen ist hier nicht mehr, aber es war ohnehin nur ein Turm, also keine Burg oder sowas, aber ich mag einfach Ruinen. Wie gesagt, ich möchte mein neues Packraft testen auf der Radolfzeller A. Allerdings, ich muss noch ein paar Kilometer laufen, denn der erste Teil und der mittlere Teil ist ziemlich verbaut. Und ja, zwischen den Häusern rumzufahren, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Der Straßenlärm wird jetzt auch immer lauter, das heißt, ich bin direkt oberhalb der Quelle, denn die liegt an einer Straße. Dann bin ich mal gespannt. Und direkt unterhalb dieser Brücke sprudelt von 18 Metern Tiefe das Wasser heraus. Cool, oder? Sogar mit einer kleinen Höhle. Allerdings kann man hier nicht wirklich rein. Wie gesagt, das Ganze ist eine Karstquelle, das hauptsächlich mit dem Donauwasser gespeist wird. Und hier in dem Bereich hier vorne, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera gut erkennt, wird das ganze Wasser aus ca. 18 Metern Tiefe aus einem kleinen Kanal nach oben gedrückt. Ja, am liebsten würde ich jetzt hier mein Packraft schon auspacken und einfach ab hier los paddeln. Das Problem ist nur, der erste Teil ist ziemlich verbaut, ihr hört es auch, ziemlich nah an der Straße.
Da müsste ich alle paar Meter umsteigen. Deswegen laufe ich jetzt noch ein paar Meter bis zum Einstieg. Ja, das sieht mir doch nach einer guten Einsatzstelle aus. Also packe ich mal mein Zeug aus. So, ich habe jetzt alles vorbereitet, dann kann es jetzt losgehen. Davon kommt eine ziemlich niedrige Brücke. Bin mal gespannt, ob ich da drunter durchkomme.